Leute, es ist endlich soweit. Wir schauen uns jetzt gemeinsam den Chapter 5 Season 2 Battle Pass an. Also falls ihr nicht gespoilert werden wollt, stoppt das Video jetzt sofort, sonst werdet ihr komplett gespoilert. Und ich dachte mir, heute werde ich 10 von euch adden, die meinen Creator-Code KUSKUS im Itemshop eintragen und sich den neuen Battle Pass gönnen. Also falls ihr das gemacht habt, schreibt mir euren Epic Games Namen in die Kommentare und vielleicht werdet ihr dann von mir geaddet. Und hier sehen wir auch schon den Battle Pass. Ich bin so gehypt, Leute. So viele von euch sind wahrscheinlich noch in der Schule. Hier sehen wir die erste Battle Pass Seite. Oh, okay. Doppelspitzhacke. Okay, eine Lackierung. Und wir sehen auch schon den Skin von der ersten Battle Pass Seite. Holy moly, Leute. Dieser Gleiter ist ja absolut krank. Holy, dann hier noch ein Backbling. Und ein fresher Emote. Emotes feiere ich ja persönlich sehr. Okay, das ist krass. Das ist krass. Und hier ist Cerberus, der Wolf. Okay, das ist krank. Als erster Battle Pass Skin schon sehr, sehr krank. Okay, und hier sehen wir dann die zweite Battle Pass Seite mit dem weiteren Stil in einer anderen Farbe. Das kennt ihr alle schon. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich den Battle Pass zu gönnen, denn man bekommt ja auch immer V-Bucks. Hier nochmal der Gleiter in einem anderen Stil, Leute. Ey, es ist so krank, dieser Battle Pass. Holy! Gold und Blau. Und hier sehen wir die dritte Battle Pass Seite. Und zwar Aphrodite. Okay, hier haben wir die Kondensstreifen von dem Skin. Okay, das ist halt schon richtig mächtig, Leute. Hier die Lackierung in Gold. Okay, die Spitzhacke. Das ist ja die Göttin der Liebe, deswegen auch das Herz. Und hier die Aphrodite, Leute. Clean, nichts Besonderes, aber clean gehalten. Und hier dann... Oh... Zweite Variante feiere ich sehr. Oh mein Gott, Leute. Das ist echt krank, die zweite Seite. Oh. Also ich meine natürlich den zweiten Stil, ne? Alter, okay, da ist dann halt eher alles in so pink gehalten. Und hier... Was? Der Emote ist ja sehr cool. Zieht euch das mal rein. Was ist das denn? Und hier... Der zweite Stil. Oh, sehr mysteriös. Und hier kommen wir zur fünften Seite vom Battle Pass. Und zwar ist das einfach Poseidon. Der Glibber-Skin. Okay, eine Musikschallplatte. Okay, ich weiß nicht, ob das Ganze Copyright ist oder so. Hier haben wir eine Glibber-Lackierung mit ein bisschen Gold gemischt. Ihr wisst ja, so wie der Skin auch aussieht. Hier einen Emoticon und das Backbling ist relativ süß. Oh, der Dreizack in Glibber-Variante. Leute, so krass. Und hier ist Poseidon. Sieht lustig aus. Ist eher so ein Troll-Skin, bin ich euch ehrlich. Und dann der gleiche Skin nochmal in Lila-Variante. Auch hier die Lackierung in so... Lila Glibber, ein Spray. Natürlich wieder V-Bucks und hier der passende Emote. Okay. Oh, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Das ist doch clean. Und hier, oh, feiere ich sehr in Lila. Okay. Dann haben wir hier Medusa auf Seite 7 vom Battle Pass. Das ist der Skin mit den Schlangenhaaren. Hier das Backbling. Doppelspitzhacke feiere ich nicht so. Spiele ich auch ehrlich gesagt nie. Hier das Spray von Medusa. Und hier der Skin. Ah, ich weiß nicht. Eher so ein Flop. Nee, da finde ich die anderen besser. Obwohl die halt auch mächtig aussieht. Hier kommt jetzt die zweite Variante. Oh, auf den Emote bin ich gespannt. Oh. Okay, der Emote. Einer der krassesten Emotes im ganzen Spiel, Leute. Das ist krass. Okay, eine Lackierung. Doppelspitzhacke natürlich wieder. Alles nur eine andere Variante.
Okay, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Also Medusa, der Skin Flop, aber der Emote ist nice. Und hier kommen wir jetzt zu Zeus. Der Skin mit den Blitzen. Holy. Digga, ich bin so gehypt, gleich zu spielen, Leute. Und falls ihr das Video jetzt bis hierher geschaut habt, schaut mal nach, ob ihr ein Abo dagelassen habt. Weil viele schauen meine Videos, aber lassen kein Abo da. Dafür, dass ich euch das Ganze hier zeige. Oh, der Gleiter. Okay, das ist krank. Und hier ist der Zeus-Skin. Yo. Okay, Leute, also Fortnite hat mal wieder komplett übertrieben. Hier nochmal V-Bucks. Ein Emote. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur Zeus benutzen kann. Und man kann sich damit, glaube ich, fortbewegen. Ja. Ist ein Fortbewegungs-Emote. Hier haben wir nochmal Doppelspitzhacken. Also, die haben fast alle eine Doppelspitzhacke. Und ich bin jetzt gespannt auf den Battle Pass Level 100er Skin. Die sind ja immer am mächtigsten, Leute. Jetzt kommen wir hier zur Seite 11. Zu Artemis. Die Göttin der Jagd. Okay, die hat jetzt eine Einzelspitzhacke. Hier der Emote. Backbling. Und jetzt kommen wir zum Emote. Okay. Alter, wie das funkelt und glitzert. Krank. Und hier ist der Skin. Ich bin ein bisschen sprachlos, Leute. Das sieht halt clean aus. Ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt, Leute. Seite 12. Artemis in Orange. In so Feuervariante. Ja, gefällt mir. Hier nochmal die Spitzhacke. Der Gleiter. Ja, nichts Besonderes. Wieder natürlich schmackhafte V-Bucks, Leute. Gefällt mir. Und hier der Skin. Ja, der sieht clean aus. So eine Jägerin, ne? Und hier ist Hades. Der Battle Pass Level 100er Skin. Okay. Bro, der ist halt komplett so auf dunkle Macht angelehnt in grün. Die bekommen auch alle so, warte mal, so Gitarren, ne? Oder ist Hades der Einzige gewesen? Ich glaube, der Einzige. Das ist seine Spitzhacke und hier die Lackierung. Und jetzt kommt der Skin. Und ich bin gespannt auf den Skin in der anderen Variante. Der sieht nochmal krasser aus auf der nächsten Seite. Ja, der ist clean. Oh, jetzt wird's mächtig, Leute. Jetzt wird's komplett mächtig. Alter, krank. Sehr, sehr krank. Also Battle Pass wirklich eine 10 von 10. Holy, was ist das denn, Leute? Was ist das denn für eine Rockmusik? Also der ist ja komplett mächtig, Leute. Hier der Gleiter. Dann nochmal V-Bucks. Und hier der Skin. Wow. Okay, der kann sich mit einem Emote verwandeln. Das ist krass, Leute. Sehr, sehr krass. Holy moly. 10 von 10.